Am Donnerstag fand der Abi-Streich der berufsbildenden Schulen Jever statt. Es gab Musik und Sportprogramm für alle. Die Abiturienten spielten Flunkiball gegen die Lehrer. Beim Flunkiball stehen sich zwei Mannschaften gegenüber und versuchen abwechselnd mit einem Ball eine Flasche auf halber Strecke zwischen den Teams zu treffen. Abschluss des Abi-Streichs war eine Bollerwagentour rund um Schulgelände mit kniffligen Fragen aus dem Unterricht, die die Lehrer zu beantworten hatten.